Hallo, ich grüße euch hier zum dritten Teil Retro-Konsole selbst gebaut. Hier habe ich jetzt schon mal alles soweit verkabelt. Hier kann man das mal sehen. Das Arcade, Interface, USB. Allerdings habe ich mich hier vertan. Spieler 1 und Spieler 2 habe ich vertauscht. Also für euch nochmal den Hinweis hier. Da kommen die Kabel für Spieler 1 dran. Genau. Und da sind die Kabel dann für Spieler 2. Ich werde das bei mir jetzt einfach so lassen. Ich finde das jetzt nicht weiter tragisch. Wenn man jetzt so drauf schaut, rechts Spieler 1, links Spieler 2. Ja, müsst ihr einfach gucken, wie ihr das machen wollt. Ja, ansonsten habe ich mir die Kiste jetzt so halb fertig gebaut sozusagen. Wie ich das gemacht habe, kommt ja im letzten oder vorletzten Teil. Ich fand das schon mal ganz hilfreich, dann hier schon mal die Joysticks und die Buttons einrichten zu können. Sonst wird das alles schwierig mit einem riesen Kabelsalat. Und den Raspberry habe ich jetzt schon mal so weit verkabelt, wie das hinterher dann auch in der Arcade-Box auch sein wird. Um einfach auszuprobieren, ob das alles so funktioniert. Gerade auch wegen, den habe ich jetzt vergessen, den Winkeladapter, den mache ich aber auch noch dran. Auch wenn wir den jetzt gerade gar nicht brauchen. Auch hier die Buchsen habe ich alle benutzt, um einfach zu gucken, ob das alles so funktioniert. Gerade auch wegen dem Stromkabel hier. Also wie gesagt, wenn der Raspberry, wenn die rote Power-LED blinkt, dann kriegt er zu wenig Saft. Dann probiert einfach ein anderes Kabel. Tauscht die Komponenten einfach aus. Ich hatte auch Kabel, da hat das einfach nicht funktioniert. Die LED-Leiste habe ich jetzt weggelassen. Ich habe jetzt einen aktiven Hub hier für die Tastatur auch nochmal, weil ich nicht wusste, wie viel der Raspberry das verträgt. Ja, und wie man das jetzt einrichten kann, wo man das alles herkriegt, das zeige ich euch heute und da wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ja, hier sind wir dann auf der Seite Petrock-Blog. Da findet ihr unter Downloads immer die aktuellste Version von RetroPie. Zu der Zeit, wo ich das Video hier aufgenommen habe, gab es von Version 3 nur den Release-Kandidat 1, also noch nicht die Vollversion. Mittlerweile gibt es ja die finale Version und die Version 2.6 gibt es ja auch noch. Ihr solltet immer darauf achten, welche Version ihr habt, welche ihr einsetzt und welche Version gerade beschrieben wird in einem Tutorial oder in einer Anleitung, weil wenn das nicht zusammenpasst, dann werdet ihr da nicht sehr weit kommen. Das habe ich selber schon erfahren. Da habe ich mich dann einfach vertan. Den Changelog kann man ja auch nochmal sich anschauen, was alles in den verschiedenen Beta-Versionen verbessert wurde, was dazugekommen ist. Ja, wenn wir auf Download gehen, können wir hier dieses Archiv runterladen. Hinterher habt ihr das dann halt, ja, wie ihr das einfach kennt, ne? In Download-Ordner, da ist das Archiv. Hier bei Linux kann ich rechtsklick hier entpacken. Das dürften die Windows-Leute auch machen können. Dann habt ihr dann so eine Image-Datei. Hier IMG. Und die müssen wir dann auf die Micro-SD-Karte spielen. Gibt es hier auf der Seite Retro Programming. Die Seite kann ich euch einfach nur ans Herz legen. Die ist super gut. Der Jörn erklärt hier jede Menge zu vielen verschiedenen Themen, auch wie man mit dem C64 programmieren kann. Ist ganz interessant, was er hier alles für Artikel hat mittlerweile. Hier unter Retrowelt Hardware habt ihr dann den RetroPie, Raspberry Pi als Emulator mit vielen verschiedenen unterschiedlichen Kapiteln, wo ihr die Sachen herkriegt, wie ihr das einrichten könnt, alles Mögliche. Hat er auf jeden Fall richtig gut gemacht, ne? Also viele Links und wichtige Hinweise, Screenshots und super gut erklärt.
Und hier ist auch der Win32 Disk Imager. Die Windows-Leute sollten sich das hier mal wirklich anschauen. Hier wird erklärt, wo ihr das Programm herkriegt, wie das funktioniert. Das braucht ihr, um dieses Image, was wir da runtergeladen haben, auf die SD-Karte zu kopieren. Wie das unter Linux funktioniert, das zeige ich euch jetzt gleich. Und wie gesagt, für die Windows-Leute ist das hier super gut erklärt, das wiederhole ich jetzt nicht. Micro-SD-Karte in den Adapter, zack, in den nächsten Adapter und schwupp kommt das dann in den USB-Port. Ja, unter Linux ist es so, hier nochmal kurz, genau, die Windows-Leute brauchen einen Win32 Disk Imager, ist alles erklärt. In Linux gehen wir dazu einmal in ein Terminal. Da brauchen wir dann diesen DD-Befehl. Das ist ein Programm, mit dem wir dann die Image-Datei auf die Micro-SD-Karte kopieren können. Hier steht Input-File, dann der Pfad zu einem Download-Ordner und dann ist dann hier die Image-Datei benannt. OF ist dann Output-File und ja, die verweist dann hier auf /dev. /sdd. Ihr solltet unbedingt gucken, gebt am besten als erstes Mount ein und dann schaut mal unten, wo eure SD-Karte gelandet ist. Das kann ja bei euch ganz anders aussehen als wie bei mir hier. Und wenn ihr euch da sicher seid mit der Output-Datei, mit dem Output-File, dann geht das mit sudo dd bs gleich 1m und so weiter. Ich packe das auch in die Beschreibung, nur wie gesagt, es ist sehr wichtig, dass ihr vorher schaut, wo eure Datei liegt und nochmal ganz wichtig, wo die SD-Karte gemountet ist. Genau, wenn ihr dann blinkt, dann ist er dabei, das zu beschreiben, das dauert dann einen Moment. DD wird auch Data Destroyer genannt, also wenn ihr ein Output-File, ein falsches Ziel angebt, dann kopiert er das gnadenlos dahin und wenn das hinterher eure Festplatte war, ja, dann ist er halt futsch. Müsst ihr aufpassen, dann geht er schon. Ja, wenn er dann fertig ist, auf jeden Fall gucken, ob der noch am Blinken ist. Dann müsst ihr das auswerfen. Ich habe jetzt hier das direkt mal wieder angestöpselt an dem PC und wenn ihr eine Fehlermeldung bekommt, dann müsst ihr diesen Vorgang wiederholen. Ich habe das ein paar Mal schon gehabt, ich weiß nicht, woran das liegt. Dass er die nicht richtig beschrieben hat. Im Testen könnt ihr das an einem Linux-Rechner natürlich, wenn ihr das einfach wieder einstöpselt in den PC, nachdem er das beschrieben hat. Und wenn dann eine Fehlermeldung kommt, dann wiederholt einfach diesen Vorgang. Und beim zweiten Mal sollte es dann auf jeden Fall klappen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ja, genau. Wenn sie nicht mehr blinkt, dann könnt ihr die SD-Karte auswerfen. Nicht einfach so rausziehen. Sollte man bei Linux ja sowieso nicht machen, bei Windows eigentlich auch nicht. Ich glaube, bei Windows ist es nicht so schlimm, aber Linux kann einen das schon mal krumm nehmen. Ja, wenn ihr dann eine Boot- und eine RetroPie-Partition habt und die könnt ihr könnt draufschauen, dann hat alles funktioniert. Dann könnt ihr die auswerfen und dann geht's weiter am Raspberry. Ja, kann man die Micro-SD-Karte einmal rausnehmen. Dann vorsichtig hinten reinstecken. Das ist auch ein Mechanismus. Das merkt ihr dann, wenn die sitzt. Dann schalten wir das mal ein. Ja, die Power-LED ist nicht am Flackern. Sollte die mal irgendwann blinken, kriegt er zu wenig Saft. Die grüne LED lädt jetzt das Betriebssystem. Das sieht dann hier ganz Linux-typisch aus. Kommen dann lauter Meldungen. Genau, da ist das Logo. Da gab es ja auch einen Contest. Das hat gewonnen. Ich nehme mal hier die Tastatur. Die kabellose. Alles, was wir jetzt machen, kann man direkt am Raspberry machen. Wie man einen Fernzugriff macht, da kommen wir später zu. Aber wie gesagt, ihr könnt jetzt alles hier direkt eintippen, was wir da machen müssen.
Genau. Wenn er jetzt hier geladen hat, dann kommt auch gleich direkt eine Meldung, dass er einen Joystick gefunden hat. Ja, noch ist er am Laden, genau. Grüne LED zeigt uns das. Ja, willkommen. Jetzt sagt er hat ein Gamepad gefunden. Das ist ein Problem, weil wir haben ja zwei Joysticks. Das Problem beheben wir allerdings später. Hier gehen wir jetzt sowieso erstmal raus. Drücken einmal die F4-Taste und dann drücken wir schnell irgendeine andere Taste. Ja, sonst springt er nämlich wieder zurück ins Menü. Da seht ihr auch die IP-Adresse von eurem RetroPie. Die brauchen wir später auch für den Fernzugriff. Ja, könnt ihr da sehen. Das erste, was wir jetzt machen, ist erstmal ein sudo raspi-config. Und den Bindestrich bekommt ihr hier auf der SZ-Fragezeichen-Taste, weil wir noch ein englisches Layout haben oder ein amerikanisches. Das müssen wir später auch noch ändern. Aber für sudo raspi-config habt ihr den Bindestrich haltbar beim Fragezeichen. Jetzt machen wir erstmal Punkt 1, Xpan-File-System, dass wir die volle Größe der SD-Karte benutzen können. Dann gehen wir hier zu den Punkt 4, wo wir jetzt alles auf Deutsch stellen können. Da gehe ich jetzt Punkt für Punkt durch, von oben nach unten. Genau, hier gehen wir auf UTF-8, klicken wir an, ja, hier nehmen wir natürlich EN. Das dauert dann einen Moment, geht beim Raspberry Pi 2 übrigens natürlich alles ein bisschen fixer, ein bisschen schneller, aber das ist schon okay. Ja, dann nehmen wir wieder den vierten Punkt, gehen zum zweiten Punkt. Hier gehen wir dann auf Europa, auf Berlin, einmal für die Zeitzone. Dann gehen wir ein letztes Mal zum vierten Punkt und ja, zum Keyboard-Layout, klar. Das müssen wir jetzt auch mal auf Deutsch stellen. Und die ganzen Sonderzeichen an den richtigen Tasten haben. Das wird sonst ein bisschen schwierig. Ja, hier nehmen wir den ersten Punkt, den er vorschlägt, direkt. Nehmen wir gar nichts anderes auswählen. Hier gehen wir auf Other und dann auf German. Ihr braucht auf jeden Fall eine Internetverbindung. Der lädt sich hier auch jetzt schon so ein paar Sachen gleich runter. German. Ja, hier habe ich einfach durchgeklickt. Da habe ich gar nichts groß eingestellt. Enter. Also man sollte auf jeden Fall schauen, dass er den Raspberry ans Netz anschließt. Weil spätestens gleich brauchen wir auf jeden Fall eine Internetverbindung, weil wir das System noch updaten wollen. Ja, wenn er das gemacht hat, gehen wir auf Finish. Dann schlägt er auch vor, das Gerät neu zu booten. Das bejahen wir natürlich. Dann fährt er einmal runter und fährt einmal wieder hoch. Genau, das sieht dann auch wieder so aus. Und dann so ein paar Meldungen. Nochmal so als Hinweis, also ja, hier nochmal ein Gamepad detected. Das ist ein Problem, das kümmern wir uns aber im nächsten Video erst drum. Hier gehen wir wieder raus mit F4. So wie gerade auch schon. Und jetzt machen wir einen sudo apt-get update 2 Unzeichen und nochmal einen sudo apt-get upgrade und machen noch einen Bindestrich y und dann lädt er jetzt erstmal lauter Zeug runter, dann haben wir das System einmal aktuell. Das sind so immer die ersten Schritte, die man auf jeden Fall macht, wenn man das System neu hat. Dann noch ein sudo rpi-update, dann flasht er das Gerät einmal. Da
Da sagen wir Yes. Das dauert dann einen Moment. Das sollte der Raspberry beim ersten Mal nicht booten, müsst ihr die SD-Karte einfach neu bespielen. Nochmal als Hinweis. Ja, wir gehen mal kurz hier mit CD, Dev, Input, mit den Schrägstrichen, wie ihr das da seht, in die Gerätedatei mit LS. Das ist quasi das DIR, wie man es von früher bei MS-DOS kennt, und schauen uns mal an. Wir haben hier JS0, aber kein JS1. Das heißt, wir haben ein Gerät. Wir haben aber zwei Joysticks. Das ist ein Problem, das müssen wir beheben, sonst können wir das alles nicht einrichten. Mit JS-Test, das ist ein Programm, um diesen Joystick auszuprobieren, oder Gamepad, je nachdem, was man da angeschlossen hat. Schrägstrich Dev, Schrägstrich Input, Schrägstrich JS0. Dann kann man jetzt hier mal gucken, welche Buttons welche Nummer haben und wie viele Achsen man hat. Wir haben jetzt hier zwei Achsen. Das ist ein Joystick, hoch runter ist eine Achse, rechts links ist eine Achse. Hatte das auch schon, dass man hier vier Achsen hatte. Das war gar nicht so verkehrt, weil das sind dann zwei Joysticks. Dann konnte man das auch irgendwie einrichten. Wenn ihr also vier Achsen habt, dann könnt ihr das auch einrichten. Ne, ich habe jetzt hier beide Joysticks bewegt, habe aber die gleichen Achsen. Also Player 1 kann Player 2 steuern und andersrum. Das funktioniert natürlich so nicht. Steuerung C. Genau, dann kommt ihr aus diesem Programm wieder raus. Jetzt mal ein sudo reboot, starten mal neu. Wenn wir das Problem beheben, dass wir da nur ein Gerät haben, das kommt im nächsten Video. Und ich sag mal, bis dahin.